Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben, und hi, die Hoffreunde der Sonne. Willkommen zu einem Vlog auf Rambazamba. Und jetzt passiert was Verrücktes. A, in der nächsten Zeit werde ich vloggen, Aaron. Das heißt, unscharfes Bild, Bild, was wackelt und schlechter Ton. Aber ich nehme mich trotzdem mit, weil für mich geht es zum ersten Mal in meinem Leben zu WrestleMania. Und darauf freue ich mich immens doll. Wir haben jetzt 5.30 Uhr. Mein bester Kumpel holt mich gleich ab, der Benny. Dann sammeln wir noch meinen Bruder ein und dann geht es direkt zum Flughafen. Und ich wollte mal mit meinen Gedanken mit euch ein bisschen teilhaben, weil die Nacht war Horror. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, wenn man wegfliegt. Ich hatte so drei Punkte, warum ich schlecht geschlafen habe. Punkt 1, es geht in die USA. Komme ich rein? Sind die nett? Kommt das Flugzeug an? So die ganzen Fragen, die man sich stellt. So eine Einreise in die USA ist ja auch super schwer. Klar, ich habe alles ausgefüllt und alles drumherum. Aber trotzdem habe ich so im Kopf, man geht so und sagt, hello. Ja, guckt ihr einfach nur und sagt so, no. Das ist eine Sache. Das wäre aber gar nicht so schlimm gewesen und ich glaube, ich hätte auch gut geschlafen. Dann fragt man sich natürlich auch, ob zu Hause alles klappt, ob es den Liebsten gut geht, ob die 6 Tage, ich bin nur 6 Tage weg, ob die Liebsten alles funktioniert. Und dann war es gestern ein Tag vor Abreise, ein Tag vor meinem Urlaub, nenne ich es mal. Ruft mein Steuerberater mich an. Steuerberateranruf, immer scheiße. Immer scheiße. Ruft mich an. Jo, Frank, was los? Sitzt du? Also, Steuerberateranruf, scheiße. Sitzt du? Gar nicht gut. Jo, ich habe eine Sozialabgabenprüfung, bla bla bla. Und da prüfen die auch immer mit die KSK. Dass ich gegen die Künstlersozialkasse bin, ist gar kein Geheimnis. Fühle ich gar nicht. Ich bin ja der Meinung, wer von seiner Kunst nicht alleine leben kann, ist vielleicht auch einfach schlecht. Aber lassen wir mal dahingestellt, diskutieren bringt ja nicht viel, weil so ist das Gesetz, so ist es. Und die prüfen mal die letzten 4 Jahre auch vollkommen okay. Aber so kurz vorm Urlaub, als wenn die Mitarbeiterin da so sitzt und denkt, okay, warte mal, jetzt schicken wir es raus. Weil sie hat geprüft und hat meinem Steuerberater von 19 bis 23 Ende, also Anfang 19 bis 23 Ende, 17 Seiten geschickt, wo man so die Buchungen sieht, also welcher Kunde, welche Person oder irgendwas. Und da sieht man eben so alle runtergelistet und sie hat ein X gemacht, so wo sie gern die Rechnung hätte. Auch vollkommen okay. Das Problem ist, sie hat... Also ich würde sagen, ich muss jetzt 120, 150 Rechnungen raussuchen, was alles machbar ist. Ich habe die auch da, ich habe auch alles digitalisiert, aber eben kurz vorm Urlaub und dann irgendwie so auch wieder typisch Amt, ja, 10 Tage Frist. Dicker, ich bin 6 Tage in den USA. Okay, ich habe gestern angefangen. Es ist echt viel. Ich habe von 17 Seiten 3 geschafft. Also habe ich noch 14 offen. Dementsprechend fliegst du weg und weißt, du kommst wieder und so ein Batzen Arbeit wartet auf dich. Ich gucke, was ich im Flughafen machen kann, was ich im Flugzeug machen kann, auch was ich drüben alles machen kann, wenn ich Ruhe habe. Weil das ist ja eigentlich nur Rechnung raussuchen plus... Ich weiß ja nicht, wer da sitzt bei der KSK. Versteht die, was Reichweitengenerierung ist? Versteht die, was Suchmaschinenoptimierung ist? Also musst du dir immer erklären, hey, guck mal, in meinen Augen keine künstlerische Arbeit, weil die Person hat nur Suchmaschinen optimiert. Oder hey, die Person hat keine künstlerische Arbeit gemacht, weil die hat dafür gesorgt, dass so ein Video wie hier, Querformat, einfach nur Hochformat ist. Da musst du ja keine Kunst machen. Oh, und das wird ein Spaß. Und das hat mich gestern Nacht so beschäftigt, weil ich so dachte, wow. Und dazwischen habe ich dann noch irgendein Video geguckt von so einem Auswanderer nach Madeira, der kaum Steuern zahlt. Dachte mir so, oh, ich Idiot. Egal, jetzt holt mich Benny ab. Das heißt, jetzt gleich geht es los. Koffer ist gepackt, sehr viel Platz gelassen. Ich kann euch schon mal meinen Masterplan sagen. Ich will ganz viel Mr. Beast Schokolade mitbringen, die wir dann im Kiosk weiterverkaufen können. Weil ich muss noch mehr Steuern zahlen und ich muss noch mehr machen. Und dementsprechend machen wir das direkt mit. Und mit meinem Bruder WrestleMania wird einfach der Hammer. Ja, das wird der Hammer. Nur für mich, dass ihr nochmal seht, was Wrestling ist. Ja, für mich. Ich habe alle Original... Okay, das ist eine neue Errungenschaft, die ist auch sehr geil. Obwohl ich jetzt gesehen habe, vielleicht bin ich auch blind. Prinz Pilaf fehlt. Und Prinz Pilaf war eine meiner Lieblingsfiguren. Oder ist... Naja, auf jeden Fall alle Wrestling-Figuren, ja. Hier Putzlappen, aber ein John Cena mit Unterschrift. Also so ein Fan bin ich und für mich ist es jetzt ein Highlight, zu WrestleMania zu fliegen. Karten zu kriegen. Dabei zu sein. Dwayne, The Rock, Johnson kämpft. Freunde, das wird geil. Was? Hast du deinen Reisepass dabei? Ja. Sehr gut. Benny, der wird es nicht aufkriegen. Jetzt warten wir es mal bis... Der Müllfahrer hier. Er macht es.
Ich muss sagen, wir sind eigentlich erst um 7 verabredet. Markus steht 10 Minuten früher da. Nennt man das Pünktlichkeit? Ist das eine Tugend? Und Benny macht übrigens auch alles richtig und hört absolut top. Markus hat seinen Reisepass. Guck dir mal das Knastbild an. 34, perfekt. Hast du auch den richtigen bei? Sehr gut, weil es gibt eine Geschichte, da bin ich Benny mal zum Flughafen gefahren und habe aus dem Spaß auf der Seestraße ihn und seine Freundin gefragt, ob sie Pers oder Reisepass bei haben. Und eine Person hat es vergessen. Zurückfahren, Flug verpasst, alles drumherum. Deswegen, wir haben jetzt das Wichtigste dabei, weil Schlüppis und so können wir alles neu kaufen. Koffer können wir in der Not da bei Benny lassen oder so. BER parken 10 Minuten, deswegen ballert Benny direkt weiter. Für mich ist es so bei einer Reise, wenn der jetzt weg ist, wenn der Koffer weg ist, ich durch den Sicherheitscheck bin und am Gate sitze, dann habe ich erstmal eine Ruhe. Dann habe ich eine Ruhe. Davor bin ich so ein bisschen aufgeregt, dass das auch klappt. Markus hat seinen Reisepass immer im Rucksack. Kann ich gar nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das genauso macht. Ich habe immer eine Jogginghose mit Reißverschlüssen an und da packe ich die wichtigen Sachen rein. So, der Koffer ist jetzt weg. Das ist mal ein gutes Zeichen. Ich muss mir in Dublin mit Markus aber nochmal ein Ticket für Philly-Flug holen. Aber das kriegen wir hin. Der läuft so langsam, als wenn wir einkaufen gehen. Für uns gibt es jetzt erstmal ein kleines Frühstück und was für später, weil ich habe ja die Platin Amex und da kann man bei Mövenpick am BR sich was aussuchen. Pro Fluggast für 23 Euro, mega gut. Viermal Wasser für später, eins vielleicht auch für jetzt und zwei für später. Und jetzt erstmal, Markus, wie läuft's bis jetzt? Sehr gut, nur dass ich mich ein bisschen seltsam manchmal anstelle. Wann hast du dich denn seltsam angestellt? Na, ich dachte bei den Getränken, dass das eine Schiebetür ist und hab den Verkäufer gefragt, wie ich die Schiebetür aufmache, da hätte ich bloß ringreifen müssen. Was glaubst du jetzt? 2 Stunden nach Dublin, dann 6 Stunden nach Philadelphia? Naja, der Flug wird ja hart, weil wir fliegen ja Holzklasse, weil wir zu geizig sind, mehrere Monatsmieten für einen Flug zu bezahlen. Ich hab ein Buch mit bei, deswegen alle gut. Deine Unterhaltung wird ein Buch lesen sein? Jetzt erzähl doch mal deinen Spartipp. Wir haben hier uns gerade ein Wasser gegönnt, fliegen ja in die USA und dementsprechend können wir es nicht abgeben. Also ist der Plan. Doch, kannst du euch erzählen, wir machen jetzt die Banderolen ab, weil die können wir ja mitnehmen. Und wenn man dann mal eine Flasche findet ohne, machen wir das wieder rum und dann haben wir unsere 25 Cent. Mega gut. Was mir gerade einfällt, wir sind ja auch super dumm, wir könnten die Pfandflaschen noch einfach da abgeben, wo wir sie gerade gekauft haben. So, jetzt gibt er die Pfandflaschen ab. Er hatte ein schlechtes Gewissen, weil er gesagt hat, wir haben es ja von Amex umsonst gekriegt. Aber die 25 Cent, habe ich gesagt, zweimal die 50, die müssen wir doch mitnehmen. Ich weiß nicht, was mit meinem Bruder passiert ist, dass der auf einmal so einen dekadenten Lebensstil hat, ja. Auf 25 Cent zweimal scheißen, hat er gesagt, nee, komm. Markus hat gerade einen Lauf, er macht zuerst mal die Passkontrolle, Pass scannen. Er hat eigentlich bei mir zugeguckt und ich habe ihm erklärt, wie es geht. Okay, jetzt muss er sich hinstellen. Hat doch geklappt. Beim zweiten Mal. So, meine Lieben, wir hatten 2 Stunden Verspätung. Jetzt geht's nach Dublin und da müssen wir umbuchen. Wenn alles gut geht, sind wir einfach nur 3 Stunden später da. Wenn es schlecht geht, sind wir eine Nacht in Dublin. Ist aber auch voll entspannt, würde ich sagen. Wir haben gerade erst einen Flug für dich. Ich auch schon. Dabei war es noch der kurze Flug. Ich habe zweimal gepennt und Räuber Hotzentrotz gehört. Und du hast dein Buch zur Hälfte schon gelesen. Wir haben noch 8 Stunden vor uns. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wo müssen wir hin, dass wir die neuen Tickets kriegen und den neuen Flug, dass wir nach Philadelphia kommen. Meine Lieben, so, wir sind in Dublin und haben gerade noch 2 Stunden Aufenthalt gehabt. Ich habe ein bisschen was für die Steuerscheiße gemacht, plus ein bisschen bewegt. Ich habe heute mehr Schritte am Flughafen gemacht als sonst am normalen Tag, was schon geil ist. Trotzdem, gleich kommt nochmal 7,5 Stunden sitzen. Markus läuft da hinten rum. Was ich sagen muss, das ist ein bisschen ärgerlich. Der Anschlussflug wäre American Airlines gewesen. Und die haben Bordsystem, womit man spielen kann. Ich glaube jetzt, Aer Lingus, das Flugzeug sieht zu klein aus, dass es Spielsachen hat. Dementsprechend muss ich mich jetzt 7,5 Stunden mit meinem Bruder unterhalten. Darauf habe ich ja richtig Bock, aber ist wie es ist. Die Freude ist gerade sehr gut. Wir haben Bordsystem. Wir können zocken, das ist schon mal sehr, sehr geil. Müssen wir uns nicht unterhalten. 12. Thank you.
Meine Lieben, wir sind jetzt in Philly angekommen. Wie war der Flug? Anstrengend war es für mich. Ja, wir hatten das Glück, dass ich mich noch weggesetzt habe und dadurch hatten beide mehr Platz. Und jetzt geht es erstmal ins Hotel und dann hoffen wir, dass wir eine SIM-Karte finden. Also ich brauche auf jeden Fall eine. Und dann gucken wir weiter und dann melde ich mich später nochmal.